So, wunderschönen guten Abend beim Spiel von Akuma gegen RS. Akuma tretet an mit einem WZ, einer IS-3, zwei Defendern, zwei T-32 und fahren hier, so wie es ausschaut, alle den klassischen Spot hier in der Mitte an. Bei RS sieht es ähnlich aus von der Fahrtrichtung her. Auch ähnlich vom Setup, bis auf das, dass sie halt keinen Scout dabei haben, sondern alles reine Heavies. Und da wird schon mal die ersten Schüsse verteilt. Und auch der erste Schuss ist schon angekommen. Der zweite Schuss, also Sima ist anscheinend hier gerade ein bisschen Fokus. Jetzt bekommt es RS auch noch von oben zu tun, weil RS sich nur unten auf die Panzer konzentriert. Aber RS hält sich strikt an den Weg, egal was von hinten kommt. Da funktioniert anscheinend, funktionieren die Absprachen. Sie konzentrieren sich immer nur auf einen Panzer. Jetzt der nächste ist raus. Jetzt wird wahrscheinlich Fokus auf was genommen? Nee. Der Scout kommt da weg. Der T-32 hier wahrscheinlich. Also aktuell herrscht Panzergleichzahl und Akuma hat gleich wie RS jeweils noch einen Full-Life-Panzer. Also HP-technisch hat Akuma noch ein bisschen mehr. Da sind wir mal gespannt, wie das hier ausgeht. RS musste viel Schaden einstecken schon. Da Akuma halt eben von der Seite noch kam. Und jetzt anscheinend ihre Schüsse nicht mehr anbringen können. Schade, schade, RS. Hätte auch klappen können, aber jetzt die erste Runde gewinnt Akuma.
Armor mal ein bisschen hier das Spiel laufen lassen, weil mein Mikrofon mal wieder gesagt hat, es mutet sich. Da ist, oh, hier kommt der erste Push. Genau rechtzeitig gemerkt, dass mein Mikrofon wieder funktioniert. Akuma fängt hier auf die Jungs drauf zu pushen. Haben sie weit genug runtergearbeitet. Zweiter raus von RS. Erster von Akuma raus. Aber Akuma konzentriert sich zuerst auf die One-Shots. Sagen, die müssen als erstes raus. Gehen dann auf die Full-Life-Panzer. So wie man hier von den beiden ES3 gesehen hat. Jetzt muss der Defender dran glauben und dann nur noch die letzten drei T32. Da werden es auch nicht mehr so lange dauern, bis da das vorbei ist. Bart Brutator ist auch schon ein One-Shot. Da konnten sie jetzt den nächsten rausnehmen von RS. Somit führt Akuma mit 2:0. Sie haben gewonnen! Lasst uns abhauen! So, jetzt haben wir hier ein Problem. Die Jungs haben von RS gerade Stopp geschrieben. Die haben da gerade einen Fehler gesehen. Also panzertechnisch ist alles regelkonform. RS, was hat RS? Stehen mit zweimal im Cap. Ich verstehe nicht, warum die hier. Die Jungs schießen auch ordentlich, also von dem her
Ich weiß jetzt nicht, was es für ein Problem gab. Das werden wir hoffentlich gleich herausfinden. Vielleicht, weil sie mich aufgedeckt haben und meinten, dass ich nicht mitspielen darf. Ich darf sowieso nicht mitspielen. Ich bin ja nur der Streamer. Beziehungsweise hier Aufzeichner. Und dann schauen wir mal, wie sich das Spiel hier weiterentwickelt. Beziehungsweise gleich im Spielerchat, was hier los ist. Was das Problem ist. So, hier wird gerade ordentlich gefokust. So, Akuma, der erste Panzer ist raus. Und die Heavys schießen hier schön von oben runter. Alles, was hier rüberfährt, wird natürlich beschossen. Der nächste Panzer von Akuma darf in die Garage gehen. Da haben sie was gefunden. Aber die Jungs hier oben in den Schießscharten sind jetzt auch schon offen. Und von hinten fährt der T-32 ran. Wenn sie nicht aufpassen, sie nicht mitbekommen, kriegen sie gleich von hinten den Arsch voll. Schauen wir mal, wo die anderen die zwei Scouts stehen. Ganz weit hinten, ganz weit defensiv hier. Und jetzt sind die beiden T-32 offen. Waren sie kurz offen. Jetzt müssen die zwei hier oben reagieren. So, aber Cantina ist Fokus anscheinend gerade von den beiden T-32. Ist Geschichte. Der Löwe. Ich glaube, das war ein Fahrfehler vom Löwen. Jetzt lässt er die IS-3 hier oben alleine. Jetzt muss er ganz schnell zurückkommen. Die IS-3 haut ab. Der Löwe haut ab. Die IS-3 hier alleine. Gegen zwei. Kann sie nicht durchsetzen. Jetzt wird natürlich hier Fokus auf den Löwen genommen. Aber Akuma pusht hier auf der anderen Seite. Ich glaube, der Löwe ist gleich Geschichte. Aktuell Gleichstand, was Panzerzahl betrifft. Akuma hat sich zurückgekämpft. Hat jetzt Panzerüberzahl. Die zwei. Oh, der Scout ist auch raus. Jetzt nur noch die IS-3 gegen Scout. Aber der ist One-Shot. Beziehungsweise nicht mehr One-Shot, sondern Rammschaden. Kann er entkommen? Ja. Akuma verschießt. Sieht ihn verschießt. Na, dann sind wir mal gespannt. Sieht, müsste... Ist nicht One-Shot für die... Nein, Akuma... Akuma gewinnt das... Dreht das Spiel und gewinnt es noch. Somit 3:0. Jetzt gehen wir mal gleich in den Spielerchat und fragen, was los war. Jetzt gucken wir erstmal hier. So, willkommen bei der Runde. Wari, die zweite. Es hat sich geklärt, das Problem gerade hier, letzte Runde mit RS. Die meinten, dass ein Spieler ohne Panzer aufgedeckt war. Das war aber ich, weil Akuma mich aufgedeckt hat, obwohl es der Fall, obwohl ich einfach als Aufzeichner da bin. Deswegen hat sich das Thema alles geklärt. Jetzt hat RS eine Arti dabei.
Sonst Yazi waren ohne Scout wieder komplett. Und Akuma hat jetzt einen Scout und einen Jäger dabei. Sind wir mal gespannt, was die Jungs hier so aufdecken bzw. leisten können. Vor allem eine Arti ohne Scout. Ui, da hat die Arti versucht, hier auf den Scout zu feuern, aber nichts passiert. Da kam der Schuss von der Arti. Die bewegt sich weiter. Und Akuma kommt von hinten. Das muss jetzt, müssen die Jungs von RS jetzt deutlich irgendwie mitbekommen. Aber die stehen alle so gut hinter ihren Felsen, dass sie nicht sehen, dass ihnen was in den Rücken fährt. Die doch, sind offen, die Jungs. Also, die Jungs müssten wissen, dass sie jetzt, dass die von hinten kommen. RS, die Panzer drehen sich auch schon. Die ersten. Ui, der Yazi hat eine gute Sichtweite. Und die Akuma hat die Fahrtrichtung geändert. Die kommen jetzt hier von unten. Oh, da ist hier Fokus auf die IS-3, eine 300er Schelle von der Arti. Nur, und jetzt... Nee, die können noch nichts aufmachen. Und die IS-3 von Akuma ist Geschichte. Da haben sie die IS-3 alleine gelassen. Das steht hier hinten noch. Hier steht nur ein T-32, der hier die Flanke hinten abdeckt. Hier steht noch ein Defender. Und hier kommen die Jungs von Akuma am Berg hoch. Da kann die Arti nicht mehr hinfeuern. Da müssen sie die Jungs um die Kurve kommen lassen. Ihr müsst die kommen lassen, RS. Weiter zurückziehen. Die Arti auch schon offen. Unglaublich. Also jetzt kann es gefährlich werden. Ne, Arti schon wieder safe. Wann kommt der Schuss von der Arti? Er müsste gleich kommen. Da kommt der Scout von hinten, der sich natürlich jetzt die Arti schnappen möchte. Das kriegt er natürlich leicht hin, weil er kommt jetzt um die Ecke, ist hinterm Hill. Da kann keiner mehr helfen. Oh, beim Yazi haben wir einen Ammo-Treffer drin. Ah, die ist raus, aber naja, sonst lebt alles noch. Der Scout haut ab. Der Scorpion steht mit im Cap. So wie es ausschaut, haben wir hier gleich ein... Nö. Schaut nicht nach einem 4-0 aus. Aktuell ist es ja relativ ausgeglichen noch. Bloß, sobald die Jungs hier hinten hochkommen können, sobald die ihren T32 hier raus haben, wird es hier wahrscheinlich gleich knallen, und zwar von zwei Seiten. Scorpion kommt schon hoch. So, Bad Predator ist raus, aber der T32 ist auch Geschichte. Da hat der Scorpion kurz zugeschlagen. Ein T32 steht hier noch safe. Der schießt hier immer schön von hinten mit drauf. Ja, es ist ausgeglichen, die Runde diesmal. Scorpion Ammo-Treffer. Konnte ihn nicht rausnehmen. Jetzt haben wir hier hinten 2 gegen 2. Oh, Scorpion ist Geschichte.
Der Scorpion ist raus. Kleiner Vorteil für RS in der Runde. Diesmal haben wir. Sind sie ein bisschen. Zwei Panzer Vorteil für RS. Drei Panzer, okay, dann wird die Runde höchstwahrscheinlich jetzt an RS gehen. Da haben sie sich gut zurückgekämpft. Schön defensiv alle konzentriert gewesen. So, jetzt noch der Scout. Aber was macht RS jetzt gegen den Scout? Oder stellen sie sich zu dritt ins Cap rein? Alleine ins Cap stellen wird die Zeit nicht reichen. Aber der Yazi macht den Scout auf, der Scout aber nicht. Oh, und damit ist er raus. Das war ein schöner Schuss hier. Ich glaube, der kam von hier hinten, von der IS-3. So, willkommen auf der dritten Karte. Haben wir hier Klippe im Winter. Und Akuma fährt komplett ohne Scout wieder. Und Akuma pusht hier komplett wieder im Ganzen auf. Sind aber alle offen. Aha. Fahren hier nur auf die zwei drauf. Die Jungs müssten zurückkommen, weil zwei werden sie es nicht aufhalten. Die Ayazi ist schon wieder angehittet, kommt angehittet hier vorne an. Aber hier geht der Push weiter. Die ziehen hier einfach drauf los. Akuma möchte den Sieg jetzt hier in der Runde nicht mehr abgeben. Erstes raus. Scorch mit Ammo-Treffer. Ah, da hinten stand der Yazi, der sie da alle aufgemacht hat. So, Akuma pusht hier weiter auf den T-32. Auf und die drücken hier weiter, die möchten jetzt 4:1 gewinnen. So, jetzt haben wir noch hier einen Defender. Und den Yazi. Und ich glaube, der Scorch hat das zweite Mal den Ammo-Treffer. Und raus. Somit gewinnt Akuma 4:1. Das war eine sehr, sehr schnelle Runde.